Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, dem Biersüffler. Und zwar heute auf dem Gartentisch ein Carlsberg Pils aus Dänemark. Ein dänisches Bier haben wir. Und ja, da sollte man natürlich erwähnen, aus einer Brauerei, die der viertgrößte Bierkonzern ist auf der Welt, also global gesehen der viertgrößte. Und da gibt es dann halt auch die klassischen Marken, wie zum Beispiel das Tuborg, das man schon mal kennt, das Holsten, das Lübzer, ne? Das kommt alles da aus diesem Hause. Das heißt, wir sprechen hier tatsächlich von einem dänischen Bier. Und was mich gewundert hat tatsächlich, ist, dass es hier, ja, made in Dänemark ist, ja, in Dänemark. Und ich hätte jetzt gedacht, dass die hier irgendwo, ja, weiß ich nicht, in Deutschland irgendwie eine Produktionsstätte haben. Aber diese Flasche hier tatsächlich gebraut in Kopenhagen. Ja, 1847. Hat 5 Umdrehungen, 5%, ja, und drin ist, ja, Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt, kein Hopfen extra. Okay, naja, aus Kostengründen. Ja, zu der Flasche muss man sagen, die ist tatsächlich ein bisschen speziell, also ist nicht ganz so häufig so eine Bierflasche, so von der Form zumindest her. Ist schon ganz cool, hier auch mit so ein bisschen, ja, Embossing drauf, hier halt, ne, so dieses Raue, wenn man da so rüberfasst. Grüne Flasche ist, ja, ist wie gesagt auch wieder anscheinend, habe ich jetzt in letzter Zeit öfters mal gehabt, eine grüne. Und ja, ich habe es auch schon mal getrunken gehabt, aber ist schon eine ganze Weile her. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie es schmeckt. Ich habe mir hier ein Pilzgläschen extra rausgesucht, ein kleines. Und würde sagen, machen wir mal auf. So. Okay, der Kronkorken duftet schon mal. Ah, das kommt auch richtig frisch raus. Okay, das riecht schon mal recht intensiv, würde ich sagen. Lassen wir mal laufen. So, zack, kleine Welle haben wir drin. Okay, das sieht ganz ordentlich aus, so wie es läuft. Gucken wir mal, ob wir ein Blümchen hinbekommen. Bekommen wir. So, ich gucke mal, ob das hier gerade ist, das Etikett. So, da haben wir was. Ist ein Bier. Auf jeden Fall gibt sich als Bier zu erkennen. So, ich gebe noch mal kurz ein bisschen rauf, dass es fair ist. So. Ja, da haben wir eine Blume. Wenn wir großzügig sind, ein Finger breite, das finde ich persönlich sehr, sehr mager. Ja, aber da können wir ja auch denken, naja, die Dänen mögen das vielleicht nicht so. Ne? Da hat ja Mario auch schon mal angesprochen gehabt. Und ja, die verschwindet doch recht schnell, da kann man schon gar nichts mehr sagen. Was wir übrig haben, sind ein paar Luftbläschen, die sich so auf der Oberfläche tatsächlich noch ein bisschen bewegen. Sie zappeln so ein bisschen, begrüßen einen auch, lösen sich aber genauso schnell wieder auf, ohne Kraterbildung irgendwie, ja, oder am Glas kleben zu bleiben oder irgendwelche anderen interessanten Sachen oder Aktionen. Die planen gar nichts, außer zu zerfallen. Also die sind komplett weg, haben sich in dem Bier verflüssigt. So sieht es jetzt aus. Deswegen bin ich überrascht, wie es von unten ausschaut. Ja, also Blumenteppich haben wir nicht wirklich. Da sind so sehr, sehr große Löcher drin. Okay, finde ich ein bisschen schade. Von der Farbe her allerdings sieht es ganz gut aus. Wir haben es hier mit einem hellen Goldton zu tun. Ein bisschen getreidig. Mit einer ziemlich, ja, spritzigen Kohlensäurebildung. Luftbläschen, feinen Partikel, die nach oben steigen. Recht gleichmäßig sogar. Teils bleiben sie auch am Glas noch haften und lösen sich da. Interessant. Ja, macht auf jeden Fall einen recht spritzigen Eindruck. Nicht zu wässrig, finde ich schon mal ganz gut. Nur das mit der Blume ist natürlich schade und aus diesem Grund, ja, bin ich gezwungen. Ja, ich mag es halt mit Blume, deswegen gibt es da auch eine niedrigere Bewertung. Von der Optik gebe ich 3 Punkte von 10. Finde ich ehrlich gesagt nicht sehr ästhetisch, nicht sehr ansprechend. Wenn ich das so bekommen würde, nicht ganz so hübsch. So, würde ich sagen, machen wir mal anschnuppern. Ja, ein bisschen verstopfte Nase, aber da ist... Also man kann vielleicht so ein bisschen den Hopfenextrakt erriechen. Also ein bisschen was Bitteres, so ein bisschen was Herberes. Erstaunlich, gar kein Malz. Nichts Süßes irgendwie, kein Getreidiges, nichts Blumes, nichts Florales, so nichts Erdiges, nichts Würziges. Eigentlich so recht mild, muss ich sagen, im Anschnuppern.
Also ich würde sagen, Freunde, jetzt machen wir noch nicht mal die Spannung hier mal. Antrunk! Zum Wohl, ihr Lieben. Prösterchen. Ja. Oh. Okay, interessant. Hatten wir so auch noch nicht gehabt. Hm? Im Antrunk erstmal würde ich sagen Standard. Also weder zu vollmundig noch zu kantig irgendwie, sondern eher ein bisschen, ja, so eine Mitte zwischen weich und hart halt. Ein guter Durchschnitt. Und das Erstaunliche, es passiert erstmal gar nichts. Also man wartet eigentlich da drauf, naja, kommt da jetzt mal irgendwie ein Aroma und meldet sich. Dann lässt sich das Bier erstmal eine ganz schöne Pause und dann so, bah, wie so ein Halloween-Schrecken, ne, ist es dann auf einmal da. Dann merkt man dann tatsächlich diese bitteren Nuancen von diesem Bitterhopfen halt, ne. Mario hat ja schon gesagt, es liegt daran, wenn der Hopfen beim Brauprozess vorher schon mit reinkommt und mitkocht, dadurch wird das Bier ein bisschen intensiver schmecken. Auch diese Bitterstoffe kommen dann mehr zum Vorschein. Das wird hier passiert sein, schätze ich mal. Warum er verzögert ein wenig kommt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. So ein Experte bin ich dann doch nicht. Und dann kommt es spannend, dann verliert sich diese leicht bittere Nuance und bildet Röstaromen, die tatsächlich recht intensiv sind, mit denen man absolut nicht gerechnet hätte. Und man dachte dann auch so, okay, ja, Spritzigkeit, ja, dann kommt dann die Herbe so ein bisschen hervor, aber dann würzige Röstaromen, damit hat man gar nicht gerechnet. Das beim Antrunk ist ein bisschen speziell, finde ich. Wenn man das so wahrnimmt, ist das ein bisschen speziell. Also das hat man nicht alle Tage. Erstmal interessant. Machen wir mal Mittelteil, mal sehen, was da passiert. Ja, so ganz ordentlich. Also, ah, da auch wieder. Also der Mittelteil ist erstaunlicherweise, aber das ist ganz schwierig für ein Einsteigerbier, ganz schwierig, Leute, zum Testen. Weil im Mittelteil passiert genau das Gleiche wie beim Antrunk. Ja, also dieser Effekt, dass sich da aus der Herbe heraus diese Röstaromen entwickeln, das ist genau das Gleiche wie beim Antrunk. Das ist sehr merkwürdig. Das Einzige, was dazu kommt, ist tatsächlich eine kleine Fruchtigkeit. Da so ein bisschen Frucht mit drin. Ja, ich würde fast tippen Apfelbirne, so in diese Richtung. Aber ganz leicht, so ganz dezent im Hintergrund schwingt da so ein bisschen was mit. Ohne süß zu sein, eher so ein bisschen ins Saure. Und Hefe merkt man gar nicht. Und ist soweit stabil. Also es passiert jetzt nicht mehr viel. Ja. Das ist eigentlich ganz angenehm. Also diese Frische bleibt tatsächlich, die zieht sich da durch. Macht das Ganze dann auch süffig. So, nehmen wir nochmal schnell mal einen Abgang. Ja, da ist es unten. Ja, samtig auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist eine leichte Säure, die dann noch mitschwingt. So irgendwie. Also die bleibt dann noch so ein bisschen auf der Zunge dann haften, entwickelt sich noch leicht eine kleine Säure. Gut, haben wir es. Carlsberg aus Dänemark. Ist ja schon ewig und drei Tage her, wo ich es getrunken hatte. Hatte ich absolut nicht mehr hier oben gespeichert von den Aromen und vom Geschmack. Doch recht spannend, die Geschichte. Allerdings auch sehr nichtssagend. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Spannend, aber nichtssagend, weil da passiert nicht viel. Ja, versuchen wir das Ganze mal aufzubröseln. Optik finde ich persönlich absolut nicht ästhetisch. Ich finde es nicht ansprechend, sieht nicht sehr appetitlich aus. Geruch ist fast gar nichts. Da merkt man nicht wirklich gut. Ich habe ein bisschen verstopfte Nase. Ja, vielleicht müsste man es nochmal dann testen, dass es fair bleibt. Antrunk. Ja, da passiert erstmal eine ganze Weile nichts und dann meldet sich tatsächlich der Hopfen und auch Röstaromen, die sich da drin versteckt haben und so richtig so ein Erschreckungseffekt, die kommen dann raus. Huch, da sind sie auf einmal. Und das ist natürlich ganz spannend.
Ja, beim Mittelteil, da wo der Körper und der Charakter drin steckt, da haben wir genau das gleiche wie beim Antrunk tatsächlich auch. Auch hier, wie gesagt, wartet er eine ganze Weile, bis der Hopfen wirklich so auf der Zunge sich gesetzt hat, dass man ihn erschmecken kann auf den Geschmacksknospen. Und dann entwickelt sich in den hinteren Bereichen der Zunge und an den Innenseiten der Backen natürlich dann auch nochmal diese sogenannten Röstaromen, die man da erschmeckt hat. Ja, und das Ganze verabschiedet sich dann im Abgang mit einer leichten Säure, die nochmal hochkommt. Und bleibt tatsächlich vom Antrunk bis zum Abgang über den Mittelteil tatsächlich erstaunlich frisch und spritzig, was dieses Bier absolut zu so einem Sommerbierchen macht. Ja, und das ist eine schöne Erfrischung, gut gekühlt, hier bei 6-7 Grad etwa, ist es eigentlich ein ganz angenehmer Vertreter. Allerdings nichts Besonderes. Also wir haben hier wirklich so eine... So eine süffige Geschichte. Die kann man locker trinken, so ist jetzt nicht ganz so herb, ja, also für Leute, die mit einem Pilz vielleicht anfangen würden, ist das vielleicht eine ganz gute Idee, weil das halt nicht ganz so extrem bitter ist, ne? So eigentlich so ein schönes Einsteigerbierchen, so vom Geschmack zum Testen vielleicht ein bisschen schwieriger von seiner Art her. Und ja, kann man einfach so wegsüffeln, ist ein leichtes Bier, bekommt man gut, denke mal Schädelbrumm wird es danach auch nicht geben. Und ist absolut spritzig. Also ich vermute mal eher was für einen Sommer. Frühling, Sommer, vielleicht noch leicht in den Herbst reingehen, Außenaktivitäten, Biergarten, Tretboot fahren etc. Ihr kennt das. So eine spritzige Nummer, die man durchaus auch am Strand trinken kann. Ja? Also da brezelt eigentlich komplett weg, weil absolut null Würze drin ist. Ja, absolut sicher. So, wie bewerten wir denn sowas? Ja, gut. Spannend, aber nichts sagen, wie kann man das bewerten? Also ich würde sagen, jetzt sind wir mal fair, 6 von 10 Punkte bekommt das Carlsberg Pils aus Dänemark. Ja, damit haben wir auch das erste dänische Bier auf unserem Channel hier mal durchgenommen. Wenn ihr den nächsten Biertest nicht verpassen wollt, einfach mal ein bisschen abonnieren da oben und dann sehen wir uns wieder. Ich bin raus, ciao, euer Biersüffler.